Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir machen heute gemeinsam ein Ausdauertraining. Zur Unterstützung habe ich die liebe Nadine dabei. Starten wir mit lockerem Schwingen. Bisschen intensiver, wir heben schon mal leicht ab. Die Füße kommen langsam zusammen. Wir heben erstmal nur im Wechsel die Fersen. Die Arme schon mal schön neben dem Körper mitschwingen. Genau. Schön mit den Fersen auch in die Matte arbeiten. Aufrechte Körperhaltung. Die Arme winkeln wir an. Und wir heben jetzt die Füße. Schön locker erstmal, ganz entspannt. Gehen einmal nach vorne zur Matte. Und über die rechte Seite laufen wir schön im Kreis. Im besten Fall guckt ihr weiter geradeaus. Vielleicht, wenn ihr unsicher seid, mal kurz einen Blick nach unten. Und dann geht es direkt wieder hoch mit den Augen. Die Füße merken schon, wo ihr besser aufhört. Die Arme dabei nicht vergessen. Dann treffen wir uns wieder vorne. Und weil es so schön war, einmal in die andere Richtung. Gut. Und wir treffen uns in der Mitte. Bei der Übung schön mit dem Schwung arbeiten, die wir jetzt machen. Wir starten damit, dass jeweils ein Fuß einmal zur einen Seite rausgeht, dann geht der andere zur anderen Seite raus und dann kommen wir wieder in der Mitte zusammen. Genau. Sehr gut. Wenn das mit den Armen nicht direkt funktioniert, konzentriert euch erstmal nur auf die Beine. Und dann kommen die Arme später dazu. Sehr gut. Und die Füße wieder in der Mitte zusammen. Schön weiterlaufen. Arme kurz ausschütteln, Nadine. Nehme die Hände einmal vor. Handflächen zeigen zueinander. Die Beine nur leicht höher beim Laufen. Müsstet ihr ein bisschen mehr Spannung im Bauch merken. Und die Arme schön den Wechsel einmal rausnehmen. Und wieder zusammen. Und raus. Und wieder zusammen. Und nochmal raus. Da halten wir auch kurz. Und die Arme langsam über die Seite runter. Genau. Schön weiterlaufen. Wir gehen wieder nach vorne in der Matte. Schön bis zum Rand. Nehmen die Arme wieder raus. Diesmal bilden wir Fäuste. Wir laufen dabei erstmal von vorne nach hinten. Arme bleiben vorne fest. Jetzt bitte darauf achten, dass die Schultern immer unten sind. Und wir ziehen mit den Armen einmal nach hinten und wieder vor. Und dabei vergessen wir nicht, von vorne nach hinten zu laufen. Sehr gut. Noch einmal nach hinten. Dann geht's vor. Achtung, wir variieren das Ganze jetzt. Wir gehen einmal nach hinten. Gehen vor, dann öffnen wir die Arme und gehen nach außen. Kombinieren das Ganze, was wir eben hatten, so ein bisschen. Genau. Ihr dürft jetzt entscheiden, ob ihr schneller laufen möchtet dabei. Oder ob ihr ein gemütliches Tempo habt. So. Sehr gut. Einmal nach hinten ziehen. Und dann öffnen wir ein letztes Mal und die Arme absetzen. Wunderbar, so ein bisschen auslaufen, die Füße gehen ein bisschen weiter auseinander und einfach mal das Gewicht verlagern. Beine so ein bisschen lockern, die Arme gerne mitschwingen.
Und dann einmal im Wechsel die Fersen nach vorne drehen. Gut. Wir bleiben in der Bewegung, das heißt, die Hüfte dreht schön weiter. Die Füße kommen langsam in der Mitte zusammen. Genau, im besten Fall stehen dann die Füße zusammen und ihr dreht die Hüfte. Dabei immer darauf achten, dass die Knie gebeugt sind. Gut. Und die Beine gehen nochmal auseinander. Gut, Fersen zeigen wieder nach hinten, wir schwingen schön gleichmäßig. Arbeiten jetzt etwas intensiver in die Matte. Die Füße kommen wieder zusammen. Und wir springen von rechts nach links. Erstmal nur die Arme neben dem Körper mitnehmen. Arme kommen vorne zusammen, einmal vor dem Oberkörper und wie beim Skifahren, schön hier neben den Körper. Je tiefer ihr hierbei geht, desto schneller und intensiver wird das Ganze. Ihr entscheidet wieder, wie es haben möchtet. Drei. 3, 1 und wir kommen wieder in der Mitte zusammen. Füße bleiben schön eng. Auslockern. Gehen wieder ein bisschen tiefer und springen jetzt von vorne nach hinten. Und die Arme kommen mit. Das heißt, wenn die Beine vorgehen, gehen die Arme vor. Nach hinten genauso. Und noch ein bisschen was für den Kopf. Wir machen das Ganze jetzt versetzt. Das heißt, die Beine gehen vor, die Arme nach hinten. Und los. Auf 3, 2, 1 und wir kommen wieder in die Mitte und gehen direkt ins Laufen über, ohne große Pausen. Sehr gut. Dann gehen die Arme einmal vor, mit festen Armen schön im Wechsel einmal von vorne nach hinten boxen. Und dabei laufen wir jetzt von rechts nach links in der Matte. Und die Knie nochmal schön hoch. Kommen in der Mitte nochmal zusammen, Arme kurz lockern und noch einmal für die Motivation nehmen wir hier die Daumen raus und gehen von oben nach unten. Drei, zwei, eins und lockern. Wunderbar. Dann einmal ausschwingen, kommt zur Ruhe. Immer ganz wichtig, bevor ihr absteigt. Normalerweise würde jetzt ein Cooldown folgen. Das könnt ihr ganz individuell gestalten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.